12.11.5 ist da. Viele Performance-Verbesserungen werden die FPS nach oben schießen sehen. QL-Verbesserungen, also Quality of Life, gerade im Hideout. Es geht jetzt alles viel, viel schneller, viel besser. Bugfixes ohne Ende. Aber vor allem folgende Veränderungen. Die Schattensichtreichweite wurde angepasst und zwar vereinheitlicht auf 500 Meter. Das heißt, ab sofort kann man Schattenreichweite in dem Menü nicht mehr einstellen, sondern ist für alle Spieler auf 500 Meter begrenzt bzw. fix eingestellt. Man konnte vorher in Gebäude reinsehen, wenn man diese Entfernung auf Minimum gestellt hat, hat den Schatten ausblenden können, konnte Gegner besser sehen und so weiter. Jeder hat ein anderes Setting gehabt, jeder hat eine andere Sicht gehabt und das jetzt für alle gleich. Absolut genial. Bleiben wir bei dem Bild mit der Taschenlampe und zwar war es bisher so, dass man eingeschaltete Taschenlampen durch Wände hindurch sehen konnte, teilweise über mehrere Stockwerke hinweg sehen konnte. Das heißt, wenn unten jemand mit einer eingeschalteten Taschenlampe reingekommen ist, konnte man es teilweise oben sehen. Ganz, ganz schrecklich. Das ist jetzt endlich gefixt. Keine Taschenlampen mehr durch Wände. Ein neuer Wert wurde eingeführt und zwar der Einzelschussraten. Begrenzungslimiter, Parameter, wie auch immer man ihn nennen möchte, ein neuer Wert, der jetzt auf jeden Fall bestimmt, wie schnell man dann mit einer Einzelschusswaffe schießen kann. Bisher war es so, dass die Maus-Klickrate die Schussrate bestimmt hat. Das heißt, je schneller ihr geklickt habt, desto schneller konnte eine DMA beispielsweise schießen. Das heißt, auch wenn sie eine Einzelschusswaffe war, konnte man teilweise schneller schießen als mit Automatikwaffen, indem man entweder sehr schnell geklickt hat oder eben illegale Programme benutzt hat, um das zu ermöglichen. An dieser Stelle, Makros sind nicht erlaubt bei Escape from Tarkov. Endlich können Einzelschusswaffen nicht mehr unnatürlich schnell schießen. Momentan ist es so, dass sie sogar relativ langsam nur schießen. Viele reden von einem Nerf der DMRs. Wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber dass dieser Wert da ist, ist unglaublich wichtig. Wurde seit langer, langer, langer Zeit, wir reden von vielen Jahren, wurde es herbeigesehnt und jetzt ist er endlich da. Die Engine der SCAF-KI wird verändert. Das heißt, in Zukunft werden wir eine neue Plattform haben, auf der die KI arbeitet. Das bedeutet, dass die Entwickler in Zukunft auch viel mehr programmieren können. Also die KI wird wirklich intelligenter und die SCAFs werden nicht mehr so vorhersehbar. Das ist besonders spannend, da uns in Zukunft ja auch neue SCAF-Typen erwarten möglicherweise und zeigt, dass die Entwickler auch noch einiges vorhaben, um die SCAFs noch gefährlicher zu machen. Beziehungsweise natürlich auch noch realistischer zu machen. Was an dieser Stelle aber auch besonders wichtig ist, ist, dass diese neue Engine viel weniger Performance frisst als die alte. Das heißt, SCAFs, die rumlaufen, verbrauchen jetzt weniger Performance. Das heißt, es werden in Zukunft auch auf Maps viel mehr SCAFs rumlaufen können. Und was wir jetzt schon merken sollten, ist, dass bei gleicher Anzahl von SCAFs die Maps besser laufen sollten, also bessere Performance, mehr FPS und. Ich habe das Gefühl, dass die Leute immer wieder durcheinander gekommen sind, was jetzt die Patches angeht, wann kommt was, wann kommt Lighthouse, was ist 12.12 und so weiter und so fort. Die letzte Roadmap, die wir bekommen haben, sagt, dass in 12.11.5, eben wie es angekündigt wurde, nur Fixes und Optimizations reinkommen, also Dinge werden verbessert und optimiert. Und in 12.11.6 die Unity Engine und der DLSS-Support kommt. Das heißt, 12.11.6 ist erstmal ein größerer Patch, 12.11.5 nur die Vorbereitung dafür. Also hier wird das nochmal sehr, sehr spannend. Dann in 12.12.0 kommt schließlich Lighthouse. Soweit ich es noch weiß, kommt die komplette Map, aber man kann eben einige Gebäude nicht betreten, einige Bereiche sind nicht begehbar. Außerdem kommen die Daily Quests in 12.12, das Inertia-System, also das Trägheitssystem, kommt ebenfalls in 12.12 und hier wird nochmal gesagt, dass wir vorher einen ETS-Test haben, also die Leute, die ETS, also das sind die Testserver von Escape from Tarkov, die Leute, die Zugang haben, werden dann als erstes wahrscheinlich wissen, dass bald der 12.12-Patch kommt. Mal gucken, wie geheim das dann gehalten werden kann. Voice-over-IP wird in 12.12 kommen, auch das wird auf dem ETS-Server getestet und weitere Malfunctions und hier ist es interessant, Malfunctions wurden lange angekündigt für 12.12, allerdings hieß es zwischendurch mal wieder, okay, die Playerbase ist nicht zufrieden damit, es ist einfach zu wild, was passiert und man lässt sie erstmal raus. Jetzt steht es aktuell wieder auf dem Plan, also Malfunctions, weitere Malfunctions sollen kommen, das beinhaltet zum Beispiel eine Überhitzung der Schalldämpfer, dass man die Waffe untersuchen muss, wenn sie eine Malfunction hat und gucken muss, was genau ist das Problem, steckt eine Patrone fest, ist irgendwas überhitzt. Das heißt, man kann nicht einfach mit Shift-T die Malfunction beheben und dann den Kampf fortführen. Man braucht in Zukunft sicherlich eine Zweitwaffe, eine Pistole. Das wird sehr, 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 sehr interessant. Und weitere Dinge kommen in 12.12. Das ist so viel, dass möglicherweise auch die Spekulation über einen Wipe in 12.12
immer weiter steigt und ja, viele denken, 12.12. kommt dann auch der Vibe und viele denken, es könnte auch im Winter kommen, also im Dezember, es wäre vom Timing her eine interessante Zeit, wir sind sehr, sehr gespannt. Was sie außerdem sagen, ist, dass neue Anti-Cheat-Module kommen, also das Anti-Cheat-System wird weiter verbessert, 3 Module werden hinzugefügt. Allerdings wird hier nicht genau erwähnt, wann, also es könnte jederzeit kommen in einem Zwischenpatch, zum Beispiel 12.11.7 beispielsweise, aber dadurch, dass es 3 Module sind, denke ich mir, wird das über die Zeit bis 12.5 gedroppt. Und was noch erwähnt wird, dass natürlich weiterhin Events kommen, Podcasts, wir warten sehnlichst auf das Tarkov TV und other related activities, also weitere Aktionen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das bleibt noch sehr, sehr spannend, wie sie schon sagen, die nächsten 4 Monate. Damit warten wir jetzt auf den Patch 12.11.6 mit den großen Veränderungen und bis dahin genießt die Performance-Verbesserungen. Das Spiel läuft gefühlt wie so gut wie noch nie. Ich möchte nicht sagen so gut wie noch nie, aber ja, gefühlt so gut wie noch nie. Also es ist wirklich fantastisch. Die Performance momentan ist on top und ja, wir sind gespannt auf 12.6. Das wird nochmal ein dickes Ding. Bis dahin, bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik. Ciao, 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 ciao.